Und damit herzlich willkommen zur 8. Mission der Edlen Pfad-Kampagne oder einfach nur des Edlen Pfads, ob man es jetzt eine Kampagne nennen kann. Also im Grunde ist es das, aber es ist halt ein Pfad. Djeskir. Schauen wir mal, was wir hier machen müssen. Die Burg Djeskir liegt in der historischen Stadt... Wow, nein, wirklich, in der gleichnamigen, die nun Teil der nordungarischen Stadt Miskolc ist. Man vermutet, dass die ursprüngliche Burg im 12. Jahrhundert errichtet und während der mongolischen Invasion zerstört wurde. Sie wurde anschließend im 13. Jahrhundert wieder aufgebaut und erlebte während der Herrschaft von König Ludwig dem Großen eine goldene Zeit. Die Burg besteht aus einem großen rechteckigen Innenhof mit vier großen Türmen in jeder Ecke. Sie ist von einem 4 Meter tiefen Burggraben umgeben. Oho. Ah, ich verteidige. Ach, hallo. Okay, der Burggraben ist ja kein Burggraben, sondern wirklich ein Feddersee. Und die Gegner müssen einmal komplett hier durch. Das ist doch ein schöner Shot von der Burg. Würde ich mal so behaupten, so ganz frech und dreist. In meinem jugendlichen Leichtsinn. So, wie kann man denn... Hier haben wir einige Nahkämpfer, hier können wir einiges anzünden. Wir müssten halt wirklich die vordere Front halten, aber ich sollte nicht davon ausgehen, dass das zu lange der Fall sein wird, weil ich habe nicht so viel Zeit. Wir sollten die wirklich schwächen, so gut es geht. Ja gut, okay, starten wir mal. Zu Befehl. Stets zu Diensten. Statt zu patrouillieren, kommt mir mal rüber. Ihr kommt mir mit dran, ihr kommt mir mit hier hoch. Rücken aus. Wir haben hier jede Menge Nahkämpfer, die würde ich aber eher gern für hinten zusammenziehen. Allzeit bereit. Womit könnt ihr? Kann selbst noch entscheiden, wo ich euch hinsetze. Zur Stelle. Armbeschützen schicke ich mal mehr an die Front. Zumindest viele von euch. Die meisten. Waffen geschultert. Ich hatte eigentlich vor, euch aufzusparen. Sollten hier irgendwo Katapulte kommen. Ist aber irgendwie nicht ganz so sehr der Fall, wie ich dachte. Okay, das sind jetzt ein paar Streitkolbenkämpfer. Ist jetzt auch nicht das Problem. Ich würde es für die Schwertkämpfe oder vor allem für die Pikiniere aufheben, das ganze Feuer, das eine Feuerchen da. Da noch ein bisschen gucken, wie die Gegner von hier angreifen werden. Vielleicht müsste man noch mal einen Pechbottich-Baumeister, der wäre eigentlich sinnvoller da vorne eingesetzt. Okay, jetzt wollen sie die Schwertkämpfe vorschicken. Ja, wisst ihr was, hier kommt doch mal einer raus. Vielleicht können wir es schaffen, diesen Punkt zu halten, das wäre ganz cool. Vor allem in Kombination mit Feuer könnte das durchaus was bringen. Bogenschützen bereit. Diese Mauer ist echt so eine. So diese festungsmäßige Erhöhung. Finde ich durchaus cool. So blöd klingt, ich spaß mir tatsächlich noch auf. Die kriege ich jetzt wahrscheinlich mit dem Pechbottich. Schütte. Weg. Die können eh nur das Tor aus hier angreifen. Ich habe jetzt nicht die Originalburg gesehen, aber die wirkt tatsächlich sinnig wie eine Originalburg. Also sie wirkt tatsächlich so, als könnte es tatsächlich eine Burg geben, die genauso aussieht. Auch von der gesamten Geländelage. Das ist die erste Welle, die ich jetzt wirklich immer abkaufe, auch ohne jetzt die Originalburg gesehen zu haben. Pech. Oh ja. Das sitzt richtig gut. Ich meine, die werden jetzt zwar trotzdem aufmachen. Und das Schöne ist, genau dann werden die nämlich alle gleichzeitig rein wollen, weil es halt nur Fenster, eine Mauer und ein Korrad. Und dann, ich sag's euch. Dann ist unsere Zeit gekommen. Ah, nee, halt, der hat ja noch nicht eingeraten. Ein bisschen die beiden Dinger weg. Upsi. Nein, könnt ihr mal aufhören, aggressiv gestellt zu sein, bitte? Könnt ihr mal ein bisschen weniger aggro sein? Könnt ihr ein bisschen chillen, bitte?
Die Bogenschützen könnten es auch wert sein eigentlich. Bin zur Stelle. Weil das würde uns viele Fernkämpfer sparen. Die uns hier zerstört werden würden, Tuten. Okay, wegmachen. Nice! Mmh, lecker, schmecke. Das war's wert. Weil die hätten uns durchaus was von unserer Verteidigungskraft weggeschossen und die werden wir noch brauchen. Oh, und die Streitkampfkämpfe haben wir auch gleich noch mit erwischt. Das läuft schon fast zu schön. Komm, die Reste räumen wir mal auf. Zurück. Ein paar Bogis sind hier noch unterwegs. Die Pikiniere machen mir noch Sorgen, aber so, wenn die so vereinzelt kommen, kriegen wir die ganz gut weg. Ich glaube, ich hätte doch alles vorziehen können. Ah, nachher ist man immer Bauer. So, die werden jetzt einfach weggezerrt. Wutz. Jetzt haben wir noch Streitkolbenkämpfer, aber denen lassen wir gar keine große Chance, irgendwas zu machen. Jetzt wird die einfach ausgebrochen und weggeknüppelt. Jetzt gibt es ja einmal Knüppel auf den Sack. Der Ritter geht mir darüber. So, holt sie mir. Die sollen mir gar nicht erst großartig Verluste verursachen. Okay, fightet mal weiter. Ich weiß nicht, wie gut unsere Chancen jetzt hier sind, aber ich glaube, so schlecht sind sie gar nicht. Aber so eine halbe Feldschlacht geworden hier. Ein paar lassen wir hier mal durch. Die dürfen wir in Spaß haben und die fangen wir wieder ab. Sehr schön. Die hat auch alle seine Schwertkämpfe schon aufgebraucht gehabt. So, die werden jetzt ein bisschen durchkommen, die Beginiere, aber wir haben sowohl noch die Fallen hier da, wir haben auch noch Pech, also... Und genug Mauerpuffer, also die werden jetzt nicht viel anrichten können. Dann kommen sie mal ran, die Herrschaften. Dann wären wir soweit fertig. Die Palanzendrücke da unten dann noch. Aber gern. Okidoki. Das wäre auch soweit erledigt. Perfekt. Haben nur das erste Tor zerstört. Ich würde sagen, ganz gute Bilanz. Damit kann man arbeiten. Okay? Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal bei Fenis oder Fenon oder... Ach, ich sage einfach Fenis dazu. Wir sehen uns das nächste Mal bei Fenis. Dann, ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.